I und S. Diese Abkürzung begleitet mich, seit ich sportlich aktiv bin, also eine halbe Ewigkeit. Schon als sportbegeistertes Kind war ich natürlich Teil der Jugend- und Sportfamilie. Ich fuhr sehr gerne Ski und spielte leidenschaftlich Tennis. Und ich mochte natürlich die Jugend- und Sportlager. Bei all dem profitierte ich vom Wissen und Können der Jugend- und Sportleiterinnen und Leiter. Später wurde ich selber I&S-Leiterin und durfte Kurse geben. Es machte mir sehr viel Spaß, mit den Kleinen zu üben. An diese Zeit denke ich oft zurück. Es sind unvergessliche Erlebnisse. Jetzt bin ich etwas älter, aber Jugend und Sport begleitet mich immer noch. Denn ab und zu ist Jugend und Sport im Parlament in Bern ein Thema. Etwa dann, wenn mehr Geld benötigt wird, weil immer mehr Kinder am Programm teilnehmen. Ich darf dann jeweils feststellen, Jugend und Sport hat auch in der Politik einen hohen Stellenwert. Warum spürt man so viel Gutwill unter der Bundeskuppel? Vielleicht, weil fast jeder Parlamentarier, fast jede Parlamentarierin eine eigene I&S-Geschichte hat. Ganz sicher, weil die Politikerinnen und Politiker die Bedeutung von Jugend und Sport erkennen. I&S vermittelt Kindern und Jugendlichen Freude an Sport und Bewegung. Viele bleiben dank solchen Erfahrungen ein Leben lang dem Sport erhalten. Das ist nicht hoch genug einzuschätzen. Es ist wichtig, dass Jugend und Sport als wichtigstes Sportförderinstrument des Bundes agil bleibt und sich entlang den gesellschaftlichen Bedürfnissen laufend weiterentwickeln will. Ich unterstütze dieses Bestreben mit voller Überzeugung. Damit I&S, getreu seinem Namen, jugendlich und sportlich bleibt und seine Wirkung entfalten kann. Als Sportministerin erläutere ich meinen ausländischen Kolleginnen und Kollegen jeweils bei jeder Gelegenheit, wie das System I&S funktioniert. Ich tue das gern, denn ich bin stolz auf dieses einzigartige Schweizer Sportförderprogramm. Ihr seht, Jugend und Sport begleitete mich früher, es begleitet mich nach wie vor und wird es auch noch lange tun.